unsere gewonnenen Erkenntnisse aus der Analysis, die Lehre der Funktionen, können sehr schön in sogenannte Extremwertaufgaben transferiert werden. Hier ein erstes Beispiel. An den vier Ecken eines quadratischen Papiers schneidet man vier gleich große Quadrate ab. Das bleibende Kreuz wird als Schachtel gefaltet. Frage: Wie groß müssen die abgeschnittenen Quadrate sein, damit der Doseninhalt maximal ist? Wir stellen uns diese Situation mal so vor. Wir haben ein quadratisches Papier und an den vier Ecken werden gleich große Quadrate abgeschnitten. So bleibt noch solch ein Kreuz. Diese Flächen werden so nach oben gefaltet und somit entsteht eine Schachtel. Die Frage lautet jetzt, wie groß sollen diese Quadrätchen sein, die da abgeschnitten werden, damit der Rauminhalt von dieser Schachtel maximal wird? Legen wir los. Seien A die Seitenlänge des angegebenen quadratischen Papiers und x die Seitenlänge der abgeschnittenen Quadrate. Hier kann ich mit Schieberegler diese Seite hier schön einstellen. Hier wird also x eingestellt und wir sehen, dass dann das Kreuz dementsprechend variiert und die zusammengefaltete Dose ebenfalls. Wir können den Rauminhalt dieser Schachtel anhand dieser Variablen x ausdrücken. Und zwar so: Das Volumen ausgedrückt mit dieser Variablen x, wir sehen hier deutlich, dass x variieren kann, dieses Quadrat hier in der Mitte, das ist die Basisfläche der Schachtel. Die Seite dieses Quadrates, das ist die anfangs angegebene Seite a minus ein x minus noch ein x. Also diese Länge hier, das ist die Länge a minus dieses x minus dieses x. Und genau dasselbe gilt für diese Länge da. Auch das ist a minus 2x. Die Basisfläche dieser Schachtel hat also als Flächeninhalt a minus 2x hoch 2. Jetzt, diese Seite da, das ist ja x. Hier in der Zeichnung, das da ist x, das da ist auch x. Und wenn wir zum Beispiel diese Seite hier nach oben drehen, so, dann sehen wir sofort, dass die Höhe dieser Schachtel der Zahl x entspricht. Also der Rauminhalt dieser Schachtel, das ist die Basisfläche a minus 2x im Quadrat mal diese Höhe, die ja x entspricht. Man kann das übrigens noch schön hier einstellen, ein bisschen Spielerei sei mir erlaubt. So und so. Wir könnten hier sogar schön mit Animationen arbeiten. Okay, stoppen wir die Spielerei und versuchen das Problem zu lösen. Und zwar, diese Funktion von x, die habe ich da oben mal skizziert. Da sehen wir eine Skizze von solch einer Funktion. Und wir sehen, auf der x-Achse wird diese Seite x eingetragen und auf der y-Achse das Volumen, das dieser Seite x entspricht. Wenn ich jetzt hier die Quadratseite x verstelle, dann sehen wir selbstverständlich, dass x hier variiert. Alles variiert maßstabgerecht mit und wir erkennen an der Funktion, dass da irgendwo ein Maximum sein muss. Irgendwo da erreicht die Funktion ein Maximum. Aber wo ist das genau? Um dieses Maximum zu finden, brauchen wir nur diese Funktion abzuleiten. Tun wir das? Das ist die Ableitung von einem Polynom oder man kann es auch als Produkt ansehen. Und die Ableitung von diesem v von x, das ist v' von x, in faktorisierter Form ergibt das a minus 2x mal a minus 6x. Und von dieser Ableitung machen wir jetzt eine Zeichentabelle.
Das heißt, wir suchen zuerst einmal die Nullwerte dieser Ableitung. Der Nullwert vom ersten Faktor ist selbstverständlich a halbe, ist da eingetragen. Der Nullwert vom zweiten Faktor, das ist a sechstel. A sechstel ist kleiner als a halbe, also ist das hier eingetragen. Übrigens, diese Aufgabe ergibt selbstverständlich nur dann Sinn, wenn die Quadratseite x streng positiv ist. Wenn sie gleich 0 ist, so ich setze sie mal gleich 0 und gleichzeitig beobachten wir hier, was mit dem Volumen passiert. Selbstverständlich, wenn die Quadratseite gleich 0 ist, dann wird überhaupt kein Quadrat abgeschnitten. Dann liegt das Papier eben auf dem Tisch und wird nicht als Dose gefaltet und somit ist der Rauminhalt 0. Das größtmögliche Quadrat, das man abschneiden kann, hat selbstverständlich als Seitenlänge die Hälfte des ursprünglichen Quadrats. Das würde auch nicht viel Sinn machen, das ursprüngliche Quadrat in 4 zu schneiden und die 4 Quadrate wegzuwerfen. Auch dann hätten wir als Volumen 0. Das heißt, unsere Aufgabe hier macht nur Sinn, wenn x streng größer ist als 0. Deshalb habe ich hier die 0 eingetragen mit diesen roten Strichen. Unsere Aufgabe macht nur Sinn, wenn x streng größer ist als 0. Und sie macht auch nur Sinn, wenn x streng kleiner ist als a halbe. Legen wir los für die einzelnen Zeichenzeilen. A minus 2x ist im ersten Grad, wird 0 bei a halbe. Hier kommt also eine 0. Rechts von der 0 Vorzeichen der Vorzahl von x, also minus. Und links entgegengesetzt. Die erste Zeichenzeile steht. Die zweite. Dieses Binom wird 0 bei a sechstel, also kommt da eine 0 hin. Rechts von der 0 Vorzeichen der Vorzahl von x, also minus, und links entgegengesetzt. So, die Schlussfolgerungen bezüglich V' haben wir jetzt schnell erstellt. V' ist ja das Produkt dieser beiden Faktoren. Aber links von 0, darum kümmern wir uns jetzt nicht mehr, denn das macht ja keinen Sinn für unsere Aufgabe hier, und rechts von a halbe dasselbe. Also schauen wir nur hier, positiv mal positiv macht positiv mal negativ ist negativ und positiv mal 0 macht 0. So haben wir diese Zeichenzeile für V' bestimmt. Schlussfolgerungen bezüglich V. Da wo V' streng positiv ist, da steigt f, und da wo V' streng negativ ist, da fällt f. Also so, f steigt, dann ist die erste Ableitung bei a sechstel gleich 0, das heißt, der Steigungsfaktor der Tangenten ist 0, das heißt also horizontale Tangente, und danach fällt die Funktion wieder. Das bedeutet, dass hier effektiv ein Maximum sein muss. Was also heißt, der Rauminhalt dieser Schachtel wird maximal dann und genau dann, wenn wir hier als Seite dieses Quadrätchen genau ein Sechstel der Seite des ursprünglichen Papiers nehmen. Stellen wir das mal so ein, dass dieser Punkt ein Maximum wird. Ich versuche das jetzt so ungefähr einzustellen. So. Und effektiv, dann ist das hier genau ein Sechstel von dieser ganzen Seite A. Übrigens, man kann diese Aufgabe ein wenig variieren, indem man statt von einem quadratförmigen Papier auszugehen, von einem rechteckförmigen Papier ausgeht. Hier kann man zum Beispiel dann die Länge verändern und hier die Breite vielleicht ein bisschen kürzer. So. Der entsprechende Graph der Funktion ist hier skizziert. Und so kann man diese Aufgabe leicht erweitern. Ein zweites Beispiel. Welche Konservendose mit angegebenem Volumen hat die kleinste Außenfläche? Man möchte also solche zylinderförmige Konservendosen herstellen und möchte gleichzeitig dafür sorgen, dass das Material, das dazu gebraucht wird, so gering wie möglich ist. Wir modellieren diese Konservendose natürlich durch einen Zylinder und sagen, sei R der Radius des Zylinders und H
die Höhe des Zylinders. Wir zeichnen das in einer mathematischen Idealsituation. Hier ist der Zylinder. In der Zeichnung können wir deutlich Radius und Höhe des Zylinders erkennen. Hier oben kann ich den Radius R vom Zylinder einstellen und da das Volumen ja angegeben wird, wenn wir einen kleineren Radius nehmen, dann wird die Höhe dementsprechend größer, weil das Volumen eine konstante angegebene Zahl ist. Wenn wir diesen Zylinder jetzt auseinanderfalten, erhalten wir diese Figur, das heißt einen Kreis, das ist der Deckel, einen zweiten Kreis, das ist der Boden und die Seitenfläche vom Zylinder. Schaut jetzt mal oben rechts, wo ihr mein Bild seht. Das hier, das ist ein Modell für Zylinder und ich werde diesen Zylinder jetzt auseinanderfalten. Ich habe das hier mit Büroklammern gemacht. So, wenn wir die Seitenfläche auseinanderfalten, finden wir selbstverständlich ein Rechteck. Okay. Wir werden also die Außenfläche jetzt ausdrücken mit dem Radius und mit der Höhe. Das geht schnell. Das ist nämlich Außenfläche als Funktion von Radius und der Höhe. Das ist zweimal die Kreisfläche, also 2πr² plus die Fläche von diesem Rechteck. Die Länge von dem Rechteck entspricht selbstverständlich dem Umfang dieses Kreises, also 2πr. Und die Breite des Rechtecks, das ist die Höhe h. Somit haben wir die Außenfläche dieses Zylinders ausgedrückt mit den zwei Variablen r und h. Denn r variiert und h variiert dann dementsprechend mit. Wir haben hier eine Funktion mit zwei Variablen, die wir im Sekundarschulbereich noch nicht bearbeiten können, im Hochschulbereich sehr wohl. Hier versuchen wir jetzt die Höhe h anhand des Radius r auszudrücken, sodass nur noch eine Variable übrig bleibt. Und das machen wir durch die Angabe Rauminhalt des Zylinders. Wir wissen, dass das Volumen des Zylinders πr² mal h ist. Es ist die Basisfläche πr² mal diese Höhe h. Daraus wissen wir dann, dass die Höhe h dasselbe ist wie die angegebene Zahl v geteilt durch πr². Also dürfen wir hier oben in dieser Zeile das h ersetzen durch diesen Bruch, tun wir das, und somit bleibt in dem algebraischen Ausdruck der Außenfläche nur noch die Variable r übrig. Wir haben also hier diese Außenfläche ausgedrückt mit der einzigen Variablen r. Funktion mit einer Variable, die heißt hier r. Übrigens, da können wir noch kürzen, durch Pi und durch r tun wir das und somit haben wir die Außenfläche gefunden. Hier habe ich eine Skizze solch einer Funktion gezeichnet und wenn wir hier r variieren, dann sehen wir in der Skizze ganz deutlich, dass die Außenfläche a mit variiert. Und wir sehen in der Skizze auch, dass die Funktion da irgendwo da das Minimum erreicht. Wo genau? Um das Minimum einer Funktion zu finden, leitet man diese Funktion ab, das ist gemacht. Man faktorisiert das Ganze, das ist auch gemacht. Und macht dann von a' eine Zeichentabelle. Die besonderen Werte hier sind zuerst mal, das Ganze beginnt bei 0. Denn einen negativen Radius zu wählen macht keinen Sinn und Radius gleich 0 macht für eine Konservendose auch keinen Sinn, da passt ja nichts hinein. Der Nullwert von diesem Zähler, das ist die Kubikwurzel von v geteilt durch 2π. Das ist der einzige Nullwert dieser Ableitung, also legen wir los für die Zeichenzeile und haben hier darauf geachtet, den Bruchstrich einzutragen. Das hier, das ist eine Funktion dritten Grades mit der Variablen r und sie schneidet die r-Achse nur an dieser Zahl. Das ist der einzige Schnittpunkt von dieser stetigen Funktion mit der horizontalen, hier, r-Achse. Also, da wird diese Funktion 0. Jetzt wählen wir eine Zahl links von der da,
zum Beispiel die 0. Wenn wir r durch 0 ersetzen, erhalten wir minus 2v, das ist streng negativ. Also muss diese Funktion überall links von dieser Zahl streng negativ sein. Denn wenn sie irgendwann nochmal positiv würde, dann müsste sie als stetige Funktion ja nochmal die r-Achse schneiden. Tut sie aber nicht. Also ist es hier überall streng negativ. Da ist es 0. Jetzt können wir auch eine Zahl rechts von dieser wählen. Eine ideale ist zum Beispiel das Doppelte dieser Kubikwurzel. Und dann stellen wir fest, dass rechts von dieser Kubikwurzel diese Funktion streng positiv ist. Somit haben wir die Zeichenzeile für den Zähler. Okay, für r Quadrat geht schneller. Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 ist. Für unsere Konservendose macht die Aufgabe natürlich nur Sinn, wenn der Radius streng positiv ist. Also schauen wir jetzt nur noch in diesem Bereich. Das Produkt von den beiden ist streng negativ. Dieses Produkt ist 0 und dieses Produkt ist streng positiv. Da, wo die Ableitung streng negativ ist, da fällt die Funktion. Da, wo die Ableitung streng positiv ist, da steigt sie. So. Und hier, bei dieser Zahl, ist der Steigungsfaktor der Tangenten zusätzlich gleich 0, also erhalten wir da effektiv ein Minimum. Die Außenfläche des Zylinders ist also minimal, dann und genau dann, wenn wir als Radius diese Kubikwurzel wählen. Analysieren wir das noch etwas genauer. Wir wissen jetzt, dass der Radius so zu wählen ist, aber welche ist dann die Höhe? Die Höhe ist ja immer Volumen geteilt durch Pi r². Halten wir die beiden Ideen mal fest. Als Radius nehmen wir diese Kubikwurzel und dann ist die Höhe gleich zu diesem Bruch, indem wir das r ersetzen durch diese Kubikwurzel. Tun wir das. Ist gemacht. Um jetzt diese Kubikwurzel im Quadrat hier unten verschwinden zu lassen, multiplizieren wir mit dieser Kubikwurzel. Denn die Kubikwurzel hoch 2 mal die Kubikwurzel hoch 1, das macht die Kubikwurzel hoch 3. Und dann verschwindet die Kubikwurzel mit der Hochzahl 3. Also multiplizieren wir in diesem Bruch unten und oben mit der Kubikwurzel, ist gemacht. Das Produkt dieser beiden Faktoren ergibt dann den Radikanten v auf 2pi. Hier können wir dann da noch durch Pi kürzen. Diese 2 kommt nach ganz oben vor dem V und dann können wir dieses V noch mit diesem V da kürzen. Und somit finden wir als Höhe 2 mal die Kubikwurzel. Aber diese Kubikwurzel, das ist der Radius. Was also heißt, wir haben herausgefunden, dass die Außenfläche vom Zylinder minimal wird, dann und genau dann, wenn die Höhe des Zylinders 2 mal Radius ist. Das heißt dann und genau dann, wenn die Höhe des Zylinders dem Durchmesser des Zylinders entspricht. Hier ist das jetzt eingestellt so ungefähr auf Minimum. Ich gehe nochmal gucken, dass das ganz genau ist oder so präzise wie möglich. Ne, das ist ein bisschen zu weit, glaube ich. So. So scheint das hier minimal zu sein. Und jetzt überprüfen wir mal, ob die Höhe dieses Zylinders wirklich dem Durchmesser entspricht. Hier haben wir ein Maß als Höhe. Die Höhe dieses Zylinders ist effektiv diese blaue Strecke da. So. Entspricht auch hier der Breite von dem Rechteck. So. Und jetzt schauen wir, wie das mit dem Durchmesser des Kreises aussieht. Effektiv. Das entspricht auch dem Durchmesser dieses Kreises, also dem Durchmesser des Zylinders.